Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Ich zeige euch heute, wie man die Länge eines Vektors berechnet. So, jetzt vielleicht erstmal ein bisschen zum Reinkommen. Also, wir wollen jetzt die Länge zum Beispiel von diesem Vektor berechnen. Ich habe den jetzt hier in ein zweidimensionales Koordinatensystem erstmal gelegt, denn das ist ein bisschen einfacher, geht schneller. Was muss man überhaupt wissen? Wie setzt sich so ein Vektor eigentlich zusammen? So, man kann sich vorstellen, hier hatten wir vorher den Punkt 5, 5 gegeben und hier hatten wir den Punkt 1, 1 gegeben. A war 5, 5, B war 1, 1. Und wenn man jetzt den Vektor zwischen diesen zwei Punkten bestimmen will, wie macht man das, also quasi den Vektor von A nach B, dann ist das ja B minus A gerechnet. Der Punkt 5, 5 minus 1, 1 gerechnet ergibt dann für den Vektor schon mal 4, 4. Ich habe es hier auch nochmal hingeschrieben, wie man jetzt auf diesen Vektor A gleich 4, 4 kommt. So, was bedeutet das eigentlich für uns? Für uns bedeutet das, weil die erste Komponente ist ja die x-Koordinate, die zweite Komponente die y-Koordinate, das heißt, die x-Komponente ist 4 lang und die y-Komponente ist auch 4 lang. So, das ist jetzt aber noch nicht die Länge eines Vektors. Jetzt haben wir quasi diesen Vektor durch x- und y-Koordinaten angegeben. Wir wollen jetzt aber einfach mal wissen, wie lang ist eigentlich dieser Pfeil? So, jetzt kann man hier eigentlich schon sehen, theoretisch kann man das über den Satz des Pythagoras berechnen. Denn hier haben wir einen rechten Winkel und jetzt kann man hier a² plus b² gleich c², unsere Hypotenuse, rechnen. Ich schreibe jetzt erstmal nochmal allgemein die Formel für den Betrag, also die Länge eines Vektors nochmal hin. Also der Betrag von einem Vektor a bedeutet für uns, dass man dadurch die Länge des Vektors berechnen kann. Also merkt euch schon mal, Betrag ist gleich Länge eines Vektors. So, das hier sind die Betragstriche. Betrag heißt, wir nehmen unseren Vektor a und rechnen die erste Komponente zum Quadrat plus der zweiten Komponente zum Quadrat und nehmen davon noch die Wurzel. Und wenn man das hier ausgerechnet hat, dann hat man die Länge des Vektors, also die Länge des Pfeiles. Also jetzt kann man das noch zusammenfassen, dann ist das Wurzel 32. Wurzel 32 kann ich jetzt auch noch in den Taschenrechner eintippen, einen Moment. Dann ist unser Vektor nämlich 5,66 Einheiten lang. Je nachdem, welche Einheit man vorher gegeben hat, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. So, das heißt für uns, die Länge eines Vektors zu berechnen, ist schon mal gar nicht so schwer. Wie gesagt, einfach diese Formel anwenden, nämlich dass man die erste Komponente zum Quadrat nimmt plus der zweiten Komponente zum Quadrat. Ich habe es jetzt hier noch einmal hingeschrieben, also a1 zum Quadrat plus a2 zum Quadrat und davon die Wurzel. Wie gesagt, das ist bei einem zweidimensionalen Fall, beim dreidimensionalen Fall hätte man hier hinter noch plus a3 zum Quadrat gehabt. Wie gesagt, das wäre dann 3d gewesen. Ja, und jetzt, wie gesagt, das war es eigentlich schon mit der Länge, aber jetzt kann ich nochmal vielleicht sagen, oder das habe ich eigentlich schon erwähnt, wie man eigentlich darauf kommt. Das ist dann nichts anderes, wie ihr seht jetzt schon, 4 zum Quadrat, das wäre quasi der Satz des Pythagoras einfach nur. 4 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat gleich unserer Hypotenuse, also gleich Wurzel 32 in diesem Fall. Wie ihr seht, lässt sich alles irgendwo auch herleiten. Wichtig ist erstmal, dass ihr wisst, wie man eine Länge des Vektors berechnet, damit ihr in euren Klausuren oder auch im Abitur erstmal erfolgreich seid. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.